Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Unsere Rubrik Antworten auf Fragen, die bewegen, geht weiter. Und heute widmen wir uns natürlich wieder vielseitigen Fragen und trotzdem ergibt sich jedes Mal irgendwie ein gewisser Schwerpunkt. Mal schauen, welche Überraschung uns heute erwartet. Wir starten mit der Frage, liebe Jana, mich beschäftigt sehr die Frage, was du vom Pendeln und Kartenlegen hältst. Ist es etwas Schwarzmagisches oder ist es mein höheres Selbst, das mir da antwortet? Nun, beides ist natürlich möglich. Die Gefahr ist, wenn man äußere Hilfsmittel verwendet, dass man nie genau kontrollieren kann, in welche Quelle man da reinrutscht, welche Quelle denn einem antwortet. Und deshalb schule ich die Menschen in meinen Kursen, gerade in der Intuition, damit sie sich ausschließlich auf die Reinheit der Liebe in sich besinnen, auf die Antworten, die aus reiner Liebe in sich entstanden sind, verlassen und damit ohne Hilfsmittel, ohne einen großen Aufwand, denn die Liebe ist ja immer da, wo wir sind, immer mit uns, ist eine Bewusstseinsfrage. Und die Liebe als göttliche Quelle in uns, die uns auch ausmacht, ist immer der beste Ratgeber. Alles andere kann zeitweise einen unterstützen. Man muss einfach für sich schauen, ist es für mich wirklich liebevoll, hilfreich, umsetzbar, nachvollziehbar und seinem eigenen guten Gefühl da vertrauen. Dann heißt es, liebe Jana, ich habe mir bei einer spirituellen Lehrerin einen Vortrag über Channeling angehört, der mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht. Ist das wahr, dass die Beschützer von Mutter Natur uns verlassen haben? Da kann man sich direkt fragen, ist das nachvollziehbar? Die Natur ist ja da, blüht, arbeitet in ihren Jahresrhythmen. Es wurde die Aussage gechannelt, wir durften die Natur nicht mehr schützen auf eurer Erde. Mir ist durchaus bewusst, dass wir die Natur vollkommen ausgebeutet haben und weiterhin auch tun, aber sollte das stimmen, wird sich die Natur, unser Balsam für die Seele, wirklich zurückziehen bzw. von uns verabschieden? Inwiefern ist das umsetzbar? Und inwiefern berührt es einen mit Liebe? Da kann man direkt für sich das selber nachspüren. Ich finde diese Vorstellung sehr, sehr traurig. Fakt ist, die lichtvolle geistige Welt wird sich niemals zurückziehen, wird niemals den Menschen aufgeben, sondern in liebevollen Tugenden, in liebevoller Lebensphilosophie wird sich die menschliche Evolution, ihre Entwicklung stets weiter bewegen. Das ist unser Schöpferpotenzial und auch Gottes Plan. Und auf diese Kraft in uns sollten wir uns besinnen und von Dingen, die nicht nachvollziehbar, nicht wirklich umsetzbar und nicht liebevoll sind, ruhig auf Abstand gehen, denn diese Bereiche wurden gechannelt aus der eigenen Angst heraus und entsprechen nicht Gottes Wahrheit. Die weitere Frage, haben Engel auch Geistführer? Haben vielleicht sogar Erzengel Geistführer? Wofür sollten sie einen Geistführer brauchen? Auch unser Geist braucht keinen Führer.
Unser Geist, unser höheres Selbst, diese geistige Klarheit, aus welcher höhere Ideen, Inspirationen, Intuition, kluge Geistesblitze kommen, dieses höhere Selbst, unsere geistige Natur ist mit der Akasha-Chronik Gottes stets verbunden, mit dem höchsten Bewusstsein stets in Einheit und wirkt. Es ist nicht klein, abgespalten und braucht einen Führer. Der Geist braucht keinen Führer und selbstverständlich die Lichtwesen auch nicht. Mich interessiert sehr, wie ich mich von alten blockierenden Mustern, die ich erkannt habe, zum Beispiel alle anderen sind besser als ich, wirklich lösen kann. Nun, das sind sehr spirituelle Fragen heute. Und natürlich kann man auf diese Frage nicht mit einem Satz beantworten. Denn der Mensch ist sehr vielfältig, ist ein großes Ganzes, was nicht einfach in einen Satz hineinzupressen passt. Und gerade für die Erlösung von Verletzungen, für die Erlösung des unbewussten und bewussten Schmerzes, für die tatsächliche Erlösung helfen nicht nur Wissen und Aussagen, sondern vor allem das emotionale Erleben ist notwendig, denn genau hier geht es ja um die Heilung von Gefühlen, wie an diesem Beispiel, alle anderen sind besser als ich, sprich entsprechendes Kultivierung des Selbstwertgefühls. Und deshalb biete ich spirituelle Seminare an, wo wir mit vielen Übungen, mit Gebeten, mit Botschaften, mit Energiearbeit immer mehr das Wissen mit Weisheit und mit Tun verbinden, um einen starken Rückgrat sozusagen zu haben, stets zu wissen, wie kann ich meine Gefühle liebevoll, gesund, kraftvoll gestalten. Und somit auf diese Frage, wie kann man sich wirklich von alten blockierenden Mustern lösen, kann ich für heute sagen, das Wissen aus liebevollen Büchern anzuhäufen. Es ist ein guter Weg. Fange direkt an, es zu versuchen zu leben durch deine Weisheit. Wie dieses zum Beispiel Selbstwertgefühl jeden Tag noch mehr zuzulassen. In Beziehungen, in Ideen, in deinen Plänen. Und dann kommst du schon auf die richtigen Impulse, richtige Ideen oder Hilfsmöglichkeiten. Denn die Liebe zeigt dir den Weg. Auch da geht es um spirituellen, esoterischen Ansatz in der nächsten Frage. Ich fühle mich der Natur sehr verbunden. Vor allem im Wald kann ich sehr viel Kraft tanken. Ich auch. Ich spüre die Nähe zu den Naturwesen und möchte gerne mit ihnen in Kontakt treten. Wie kann und darf ich mit ihnen mich verbinden und den Kontakt und die Zusammenarbeit mit diesen liebevollen Wesen zu intensivieren? Aus meinen Naturwesenseminaren weiß ich, dass man sich mit Naturwesen sehr, sehr gut durch die Bewusstwerdung der eigenen Sinne verbindet. Das heißt, nimm dir Zeit, in der Natur zur Ruhe zu kommen. Begrüße die Naturelemente. Lasse dich mit deinen Sinnen darauf ein, mit jedem Atemzug, wie Tastsinn die Natur spürend, Geruchssinn die Natur riechend,
sehe es in die Natur sehend und komme dadurch einfach immer mehr zur Ruhe. Und dann spürst du innerlich, dass du immer mehr in eine natürliche Meditation hineinkommst, in einen natürlichen Kontakt und kannst wirklich deiner Intuition folgen und fragen, aha, zu welchem Naturelement gehört die Wesenheit, die ich jetzt spüre? Und dann deine Intuition weiter folgen. Welche Botschaft oder Heilkraft möchte dieses Naturwesen mir geben? Und dann weiter spüren. Und dann deine natürliche Meditation in Dankbarkeit abschließen und große, große Kraft daraus schöpfen. Und womöglich auch eine höhere Erkenntnis über dich, über dein Leben. Natur ist natürlich immer etwas ganz, ganz Besonderes. Liebe Jana, was halten Sie von Tätowierungen und Piercings? Ist das wirklich so sehr schädlich? Ich habe bemerkt, dass auch Sie keinen Schmuck mehr tragen. Aber ich habe gesehen, dass Pascal Vogenhuber trotz Spiritualität tätowiert ist. Er ist ja da cool. Lumira hat da ja eine sehr klare Ansage gemacht. Diejenigen, die meine Weisheit, die mich kennen, wissen, dass ich die Welt mit Hilfe der himmlischen Weisheit nie einseitig betrachte. Nach dem Motto würde ich nie sagen, dogmatisch, ja, das ist gut und das ist schlecht. Die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Und das ist immer individuell abschätzbar, abhängig davon, was tut einem selbst gut, was ist für einen umsetzbar, was ist für einen nachvollziehbar. Das heißt, es geht hier um ein kreatives Gedankengut, um eine Fähigkeit, und das ist Spiritualität, auch einfach über die eigene Angst hinauszublicken, über das eigene Schwarz-Weiß-Denken hinauszublicken, gelassener, flexibler alles zu betrachten, das ist der liebevolle Blick. Grundsätzlich mag natürlich auch ich als Mensch und auch als Frau schöne Dinge, auch schönen Schmuck gehört dazu. Nun, wenn wir jetzt beim Schmuck sind, wenn ich intensiv energetisch arbeite, wie in der Heilarbeit oder Engelbotschaften in Gruppen gebe, dann stehe ich so stark im Licht, dass mir die Eigenschwingung des Schmucks oder einer Uhr zu viel ist. Und dann arbeite ich lieber ohne. Ansonsten ist es natürlich nicht schädlich. Nur nachts sollte man am liebsten ohne andere Schwingungen schlafen, also frei vom Schmuck, dass der eigene Energiekörper sich gut wieder sozusagen einschwingen kann. Was Tätowierungen anbetrifft, auch da kann man nicht sagen, das ist nur schlecht oder nur gut. Es kommt vor allem auch auf Symbole an. Lichtvolle Symbole wirken eher neutral, doch negative Symbole wie Teufelsfratzen, sie erschaffen schon eine ungesunde Schwingung und können bis hin zu Depression oder Aggression einen Menschen beeinflussen, weil es entsteht ein eigenes Energiefeld. Außerdem müssen wir bedenken, Haut ist ja ein äußerst sensibles Sinnesorgan. Und die Haut reagiert auf äußere Reize, auf Lichteinstrahlung. Und wir wissen ja, wie gut zum Beispiel die Sonne tut, wie sich das auch aufs Gemüt auswirkt. Und in der Haut, jeder Punkt reflektiert ja mit einem anderen Organ. Das heißt, wenn man das zumacht, zutätowiert, dann ist die Lichteinstrahlung ja eingeschränkt.
Die Frage ist nur, bin ich so sensibel, dass ich es merke? Macht es mir wirklich was aus? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und hier ging es noch um Piercings. Bei Piercings wäre ich als sensibler Mensch auch etwas vorsichtiger. Vor allem bei Piercings in feuchten Gebieten, in feuchten Zonen. Denn Piercings in feuchten Zonen können Energieströme verursachen und das kann zusätzlichen Stress verursachen im Nervensystem, in der Psyche, in Emotionen und Energiebereiche etwas mehr durcheinander bringen im eigenen Körper. Die Frage ist auch da, wie sensibel ist der Mensch, inwiefern merkt er das, inwiefern stört es ihn? Und deshalb ist es eine stets individuelle Frage. Jedem nach seiner Fasson. Haben wir wieder eine esoterische Frage? Es ist interessant, was wir heute gemeinsam erarbeiten. Gibt es wirklich Drachen und Einhörner? Lenkt das nicht alles von dem wahren Weg zur göttlichen Quelle ab? Reicht es nicht, dass wir zu Gottes Familie die Engel haben, die Naturgeister natürlich auch? Nein, Drachen und Einhörner gibt es als einzelne Wesenheiten nicht. Drachen und Einhörner gibt es als reine Symbole. Zum Beispiel, wenn man in seiner Meditation das Symbol Einhorn sieht, dann ist das eine Symbolik dafür, ja, dass spirituelle Kraft, das himmlische Wissen empfangende, diese Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem da sind. Weil die geistige Welt einfach über Bilder spricht, und deshalb eben auch über hellsichtigen Bilder. Sie richtig zu deuten, dass sie klar sind, nachvollziehbar, umsetzbar, liebevoll, das ist immer die Qualität dabei. Wenn man in seinem Traum oder in seiner Meditation einen Drachen sieht, dann ist das eher, man muss immer das in Tugenden übersetzen, denn die Seele reift ja an Tugenden und die geistige Welt spricht über die liebevollen Tugenden zu uns und ein Drache, je nachdem auch in welchem Zusammenhang, steht ja eher für die Kraft und für die alte Weisheit, für diese Urkraft in uns und für dieses Glück. Und somit individuell ist es die Aufgabe zu spüren, was bedeutet das für einen, für die eigene Inspiration. Und dann nützt es einem auch was, dieser Gedanke, weil er nachvollziehbar, umsetzbar, liebevoll ist, wenn man die Botschaft begriffen hat. Und jetzt sehe ich die letzte Frage für heute. Die ist etwas länger, lasst uns bitte auch in Ruhe das anhören. Liebe Jana, in den letzten Wochen sah und hörte ich mir mehrere Vorträge von einem Hellsichtigen an. Einerseits lässt sich alles, wovon er spricht und schreibt, sehr gut nachvollziehbar. Erinnern wir uns, es muss aber auch umsetzbar sein, also tatsächlich lebbar und liebevoll berühren. Lohnt es sich, an der Aussage dran zu bleiben. Aber lesen wir es mal weiter. Andererseits möchte ich nicht daran glauben, dass bereits 2016 bzw. 2017 unsere Erde ihren Quantensprung in die fünfte Dimension vollbringt. Und die vielmals, da haben wir es, vielmals, vorausgesagte dreitägige Finsternis stattfindet. Denn ich kann es mir nicht vorstellen, einen fluiden Körper, wie er prophezeit, zu bekommen,
oder gar in die Vorstellung zu gehen, dass es für die meisten Menschen der heutigen Zeit das jetzige irdische Leben zu Ende sein soll. Ich fühle einerseits eine Traurigkeit bei dieser Vorstellung und auch bei der Vorstellung, dass ich meine Kinder vielleicht nicht durch das andere kommende Leben begleiten kann. Andererseits ist jedoch glasklar, dass die Menschheit im Ganzen mit der Ausbeutung und Missachtung der Natur und Mutter Erde und ihrer Geschöpfe viel zu weit gegangen ist, als dass sie noch ein Recht hätte, weiterhin hier zu verbleiben. Es sei denn, wir Menschen ändern uns ganz, ganz schnell um 360 Grad. Liebe Jana, was siehst du für uns alle und unsere Mutter Erde für die kommende Zeit? Und was sagen die Engel dazu? Was ist an den Aussagen dieses Hellsichtigen wahr? Bedenken wir, dass apokalyptische Aussagen schon immer gegeben wird. Sind sie umsetzbar? Berühren sie liebevoll, nachvollziehbar für die Schöpfung? Und diese apokalyptischen Aussagen wird es auch weiterhin immer geben, weil die Angst verkauft sich leichter. Und da wir auf die Angst schneller reagieren als auf diese beruhigende Liebe, haben entsprechende Menschen auch entsprechendes Gehör bekommen, entsprechendes Gehör und gewisse Anerkennung. Und bekommen noch Energie dadurch und Kraft. Ich kann wirklich immer wieder nur betonen, die Welt wird sich stets weiter drehen, da Gottes Schöpfung, Gottes Plan, die Allliebe ist und unser aller Seelenplan, der Weg dorthin, wie ich in meinem Buch Seelenplan beschreibe. Und jedes Schicksal, was uns berühren wird, wird stets in der Form, in der Stärke uns berühren, wie es uns auch in unserer evolutionären Entwicklung und persönlichen auch dienlich ist. Das heißt, wir können alle Wandlungen, alle Veränderungen, die Veränderung ist ja das Sicherste, was im Leben ist, denn das Leben ist im Fluss, so kommen, wie wir das auch gut tragen können, daran reifen können, neue Antworten, Lösungen entwickeln können. Und dazu braucht es Menschen, die nicht auf Angst und Panik reagieren, sondern in ihrer Würde, in ihrer Liebe, konstruktiv, produktiv, liebevoll, weise leben und handeln. Wir können uns ganz, ganz sicher sein, die lichtvolle geistige Welt liebt jede Seele, sie lässt uns nie im Stich und wir können gut durchatmen, mit unserem Lächeln unser Leben und auch die Zukunft segnen und durch unsere Freude und Liebe großen Beitrag in eine lichtvolle, friedvolle, kraftvolle und gesunde Entwicklung unserer eigenen Welt und auch der großen ganzen Welt leisten. Viel Freude und Herzlichkeit wünsche ich uns allen.